Hallo und herzlich willkommen zurück bei Foundation. In der letzten Folge haben wir unsere kleine Küstensiedlung begründet und in dieser Folge werden wir natürlich ganz gemütlich und entspannt weiterbauen. Wir sollen ja eine Handelsverbindung mit unserem Nachbarn Northbury herstellen und jetzt schauen wir mal, wie weit unsere Bauten, die wir am Ende der letzten Folge gemacht haben, sind. Wir gucken einmal hier auf unser Sägewerk. Das ist mittlerweile fertig, das ist sehr schön. Und wir haben 3 arbeitslose Dorfbewohner. Das heißt, hier werden wir mal 2 Sägewerker direkt zuweisen. Dann kriegen wir hier eine ordentliche Bretterproduktion zustande. Die brauchen wir ja, um unser Lagerhaus zu errichten. Da benötigen wir jetzt hier 15 Bretter. Wir hätten jetzt hier auch noch einen freien Dorfbewohner, den wir zum Baumeister machen könnten. Würde ich auch sagen, das machen wir direkt. Gehen wir mal auf unsere Bauhütte und weisen einen freien weiteren Dorfbewohner hier der Bauhütte zu. Dann gehen unsere Ausbauten in Zukunft etwas schneller. Und jetzt können wir einfach mal abwarten, dass unser Lagerhaus fertig wird. Wir sollen ja das Lagerhaus bauen zunächst, um dann den Handel mit Brettern einzurichten. Beziehungsweise sollen wir eigentlich nur, so steht es hier im Ratschlag, Bretter dem Lagerhaus zuweisen, dass die dort eingelagert werden. Gut, dann können wir jetzt abwarten, bis das Lagerhaus fertig wird. Das dürfte ein kleines bisschen dauern. Wir haben ja gerade erst die Bretterproduktion gestartet. Wir können uns in der Zwischenzeit mal ein bisschen umschauen. Gucken wir doch noch auf unser ausgebautes Wohnhaus. Das hatten wir ja am Ende der letzten Folge bemerkt. Da haben wir jetzt ein ausgebautes Wohnhaus. Darum kümmern sich die Dorfbewohner selbstständig, solange entsprechende Materialien da sind. Und dieses ausgebaute Wohnhaus jetzt hier kann 6 Bewohner aufnehmen. Da haben wir jetzt auch noch Platz für einen weiteren Dorfbewohner. Na mal schauen, wann wir die nächsten Zuwanderer bekommen. Denke ich, das dürfte nicht lange auf sich warten lassen. Und wir sollten mal ins Baumenü kurz schauen. Da ist nämlich ein Ausrufezeichen dran. Das heißt, wir haben hier etwas Neues. Ah ja, da ist die Holzbrücke, die wir uns beim letzten Mal freigeschaltet haben. So, dann ist jetzt das Ausrufezeichen weg. Und wir können das wieder zumachen. Ich habe jetzt hier mal auch in der Sichtbarkeit die Grenzen des Territoriums abgeschaltet. Sieht etwas netter aus. Und wenn wir es benötigen, können wir das jederzeit ein- und ausschalten. Aber ich finde, es sieht einfach besser aus, wenn die Grenzen ausgeschaltet sind. So, jetzt können wir hier einfach mal schauen. Da kommt auch bereits ein weiterer Zuwanderer. Sehr schön. Dann können wir jetzt gleich uns um den kümmern. Und wir werden erst mal ganz kurz schauen, warum unsere Zufriedenheit hier nicht auf 100% ist. Ah ja, den Einwohnern fehlt es an Gottesdienst. Nun gut, das können wir noch nicht. Also wir können noch keine Kirche errichten, da uns da noch die entsprechenden Freischaltungen fehlen. Ich denke, das ist jetzt hier durch die Ratschläge bedingt, durch das Tutorial, das wir spielen, dass wir das noch nicht freigeschaltet bekommen haben. Aber auch gut. So, jetzt kümmern wir uns erstmal um die, ich glaube, junge Dame, die da gerade angekommen ist. Die werden wir mal in unser Dorf aufnehmen und dann haben wir wieder einen freien Dorfbewohner. Lassen wir sie auch arbeitslos zunächst, sie soll sich erstmal einleben und wir brauchen gleich eine Trägerin. Dann wird sie hier dem Lagerhaus gleich zugewiesen. Ich würde auch sagen, wir lassen das Lagerhaus hier mal offen, dann können wir den Fortschritt überwachen. Ist eigentlich sehr, sehr schön, dass das nicht zugeht, wenn man etwas anderes anklickt. Kann auch manchmal ein bisschen störend sein, wenn man zu viele Fenster offen hat und die manuell schließen muss. Aber das ist, glaube ich, Geschmackssache. Gut, dann können wir mal zugucken, wie sich unser Dorf hier weiterentwickelt. Ich würde gerne eins bei der Gelegenheit machen, während wir hier warten. Wir gehen mal in das Zonentool. Ich möchte beim Abbau noch etwas machen. Und zwar hier drüben ein paar Bäume wegnehmen. Das soll ja unser Wohngebiet sein. Das heißt, hier werden wir noch zusätzlichen Abbau festlegen. Das soll mal ein bisschen abgeholzt werden. Ich denke, da wird nicht viel passieren, da unser Holzfäller, denke ich, da unten ganz gut beschäftigt ist und wir da eigentlich ja in der Nähe genug Bäume haben, wo das Holzfällerlager ist. Aber wenn der Holzfäller oder die Holzfäller, wir schauen mal ganz kurz, wie viele wir hier haben. Wir haben hier 3 Holzfäller, also wenn die mal nicht beschäftigt sind und etwas weiterlaufen wollen, dann können sie hier oben ein paar Bäume wegnehmen. Aber ich denke, das wird gar nicht passieren. So, machen wir das Holzfällerlager auch mal zu bei der Gelegenheit jetzt wieder. Und wir schauen mal, was macht unser Lagerhaus. Da fehlen uns noch 5 Bretter. Wir haben im Moment nur 2. Hier werden neue gerade produziert.
Das geht langsam voran. Wir stellen mal die Geschwindigkeit ein kleines bisschen nach oben, beziehungsweise aufs Maximum, damit wir hier fertig werden. Und jetzt werden hier weitere Bretter produziert. Und dann sollten sich unsere beiden Baumeister darum kümmern. Unser zweiter Baumeister ist da mit dem Lagerhaus gerade beschäftigt, der Orendel. Im Übrigen könnte man auch die Dorfbewohner einzeln umbenennen. Wir haben ja in der Übersicht unserer Dorfbewohner hier die einzelnen, die wir anklicken können. Und es wäre hier tatsächlich möglich, den Albertico, unseren ersten Baumeister oder unser erster Arbeiter sogar der ganzen Siedlung, auch umzubenennen. Und da habe ich mir überlegt, wir werden ihn mal Albert nennen. So, ist etwas griffiger. So, sehr schön haben wir das. Also da kann man wirklich sehr individuell rangehen. Wie ist die gerade noch etwas? Wir lassen mal die Simulation wieder etwas langsamer laufen. Unsere Bärenproduktion läuft gut. Wir haben fast 200 Bären. Ich würde mal sagen, wir richten einen weiteren Speicherplatz hier in unserem Speicher ein. Dann können hier auch weitere Bären gelagert werden, da unsere Sammlerhütte, wenn sie 50 Bären gelagert hat, nicht weiter produziert. Aber wir wollen erstmal einen guten Bestand an Nahrungsmitteln, hier gerade an den Grundnahrungsmitteln aufbauen. Haben wir das auch schon? Und dann gucken wir mal, unser Lagerhaus ist mittlerweile fertig geworden, gerade eben. Das heißt, wir können jetzt Ressourcen zuweisen, die hier eingelagert werden. Weisen wir erst einmal einen freien Dorfbewohner zu, unser Neuankömmling, die junge Dame, die wir gerade gesehen haben. Und dann werden wir hier Ressourcen zuweisen. Und da werden wir hier zum einen Holz zuweisen, wir werden Steine zuweisen und wir werden Bretter zuweisen. Das sagt ja auch unsere Aufgabe. Sehr schön. Damit haben wir die Aufgabe abgeschlossen. Wir haben im Moment keine weiteren Aufgaben und wir sind mit unserer Aufgabe erst einmal fertig. Das ist sehr schön. Und jetzt sollen wir noch eine Handelsroute planen. Natürlich, das machen wir gleich. Aber ich möchte hier noch im Lagerhaus den vierten Speicherplatz auch belegen. Und da möchte ich Werkzeuge einlagern. Das machen wir gleich mit. Und dann sollen wir jetzt eine Handelsroute planen. Schauen wir uns das mal an. Da heißt es hier, schalte eine Handelsroute für den Handel mit Brettern frei. Erlaube den Verkauf von Brettern im Handelsmenü. Dann kümmern wir uns darum und gehen mal in den Almanach und schauen uns als erstes die Handelsrouten an. Und hier wird an einer Stelle gesagt, dass uns Rohstoffe fehlen. Wo fehlen denn hier Rohstoffe? Gucken wir uns das mal an. Das scheint das Sägewerk zu sein. Nun gut, vielleicht müssten wir noch, wenn wir einen weiteren Dorfbewohner frei haben, einen weiteren Holzfäller einstellen oder vielleicht ein zweites Holzfällerlager errichten. Aber im Moment fehlen uns die Dorfbewohner. Na gut, wir kriegen gerade jemand Neues. Da hinten läuft gerade jemand in Richtung unserer Siedlung. Also wir kriegen gleich wieder einen neuen Zuwanderer. Aber gehen wir erstmal zurück in den Almanach und schauen uns hier die Handelsrouten an. Wir sollen ja schließlich den Handel mit Northbury eröffnen und die Handelsroute freischalten. Da benötigen wir jetzt zur Freischaltung 20 Bretter, da fehlen uns im Moment noch 5. Also machen wir erstmal eins, wir gehen mal in die Ressourcen und erlauben schon mal den Handel mit Brettern. Das können wir hier bei der Mittelleiste machen. Wir können jetzt hier den Handel verbieten, das Einkaufen aktivieren oder den Verkauf aktivieren, also den Handel dafür. Wir werden mal hier einen Handel einstellen für Bretter und da werden wir noch eine Mindestmenge einstellen, die wir behalten wollen. Und da möchte ich gerne auf 25 gehen, erst einmal für den Anfang. Und ich möchte bei der Gelegenheit auch gleich den Handel mit Bären gestatten. Aber da möchte ich eine höhere Zahl festlegen. Und zwar auch gleich hier die 200. Da wird erstmal nicht viel passieren. So haben wir das auch schon. Und wir können nochmal in die Handelsrouten gehen, denn wir haben im Moment 17 Bretter und werden wohl gleich, jetzt haben wir 19, gleich die Handelsroute freischalten können. Also warten wir das ganz kurz ab. Ich erhöhe nochmal ganz kurz die Geschwindigkeit. Dann sollten wir auch gleich die Handelsroute hier freischalten können. Sehr schön. Machen wir mal alles zu und stoppen mal ganz kurz. Jetzt sollten wir erstmal ein bisschen was abarbeiten. Als erstes werden wir mal unseren neuen Dorfbewohner hier aufnehmen. Dann haben wir 15 Einwohner schon. Das ist sehr schön. Und wir haben hier die Stufe Talentiert bei der Arbeiterschaft erreicht. Das ist eine Fortschrittsstufe. Hier oben jetzt mittlerweile unser Fortschritt auf 15 angestiegen. Wir hatten gerade, glaube ich, noch 4. Also, da sind wir gut vorangekommen. Dann haben wir hier die Stufe Talentiert beim Königreich erreicht. Und wir haben die Stufe Talentiert beim Klerus erreicht. Es gibt diese drei Stände, wo man Fortschritt erlangen kann.
machen wir auch das zu. Und da heißt es hier auch beim Fortschritt, die Pracht eures Dorfes hat eine neue Fortschrittsstufe freigeschaltet. Genau, da schauen wir auch ganz kurz rein. Da sehen wir jetzt hier die einzelnen Stufen und wo wir was erreichen können. Hier sieht man, dass man für die Bevölkerung auch den Wohlstand erhöht. Hier beim Handel, da haben wir jetzt die Handelsstufe 1 bei Northbury und dafür erhalten wir 10 Punkte. Und dann haben wir noch beim Territorium 2 Punkte. Aber freischalten können wir uns hier nichts weiter. Da müssen wir noch eine Menge mehr an Fortschritt sammeln. Das nächste wird dann bei Emsig sein. 20 Punkte brauchen wir dafür. Wir müssen also weiter ausbauen, unsere Bevölkerung erhöhen. Wir können jetzt hier auch mit Prunk und Verschönerung arbeiten, aber ich glaube, das ist noch nicht freigeschaltet. Und beim Reichtum, da haben wir auch noch nichts. Bei 20 Punkten Fortschritt werden wir dann auch zum Beispiel die Fischerhütte freigeschaltet bekommen. Das wäre dann das zweite Nahrungsmittel. Deswegen hatte ich auch schon hier unten die eine Kachel an der Küste uns freigeschaltet. Schauen wir mal ganz kurz. Ja, wir kommen hier an die Küste und können hier Fischerhütten errichten. Lassen wir erst einmal die Simulation weiterlaufen, machen die Grenzen des Territoriums wieder aus und überlegen uns, wie wir jetzt weitermachen. Wir kriegen gleich in 2 Tagen den nächsten Ratschlag, also können wir uns noch ein bisschen umschauen. Wir gucken mal ganz kurz, ob wir schon etwas machen können. Ich würde sagen, wir lassen das erst einmal so und wir können tatsächlich, ja genau, das wäre eine gute Sache, glaube ich, für den Moment. Wir gehen mal zum Holzfällerlager und weisen den neuen Dorfbewohner hier, den Arbeitslosen, unserem Holzfällerlager zu. Dann haben wir hier auf jeden Fall das Maximum erst einmal rausgeholt. Und vielleicht werden dann auch ein paar Bäume hier oben abgeholzt. Das hier möchte ich natürlich zum Wohngebiet machen. Und das wird dann auch sich hoffentlich so entwickeln. Aber jetzt lassen wir sich das erstmal weiterentwickeln. Stellen nochmal die Geschwindigkeit ein bisschen hoch. Und warten darauf, dass wir den nächsten Ratschlag erhalten. Und schauen dem Treiben in unserem kleinen Küstendorf hier zu. Da wird schon wieder eine neue Hütte gebaut. Ein neues Wohnhaus. Dazu, glaube ich, hat es vorhin auch gesagt, benötigen die Einwohner natürlich die entsprechenden Ressourcen, die holen sie sich selbstständig und bauen dann, wenn sie zufrieden sind, die Wohnhäuser aus. Und da haben wir auch schon den nächsten Ratschlag. Das Gutshaus. Eine fröhliche Frau kommt auf euch zu und sagt, sie und ihre Leute wollen euch für eure harte Arbeit danken. Tatsächlich habt ihr schon einiges bewirkt. Sie schlägt vor, dass ihr ein Gutshaus und eine große Halle baut, um die Siedlung zu verwalten. Fügt dann noch eine Kämmerei hinzu. Setzen wir den Ratschlag in die Tat um. Lassen wir mal die Simulation wieder langsam laufen. Und jetzt sollen wir ein Gutshaus errichten. Also sprich unser eigenes Heim, das Verwaltungszentrum des Dorfes. Schauen wir uns mal an, was wir dafür machen müssen. Wir sollen ein Gutshaus mit großer Halle errichten. Wir sollen Werkzeuge dem Lagerhaus zuweisen. Optional steht hier, das ist schon abgehakt. Das haben wir ja schon quasi vorerfüllt. Das war auf jeden Fall schon mal ganz gut. Ich wollte nämlich den Handel mit Werkzeugen dort ermöglichen. Und das ist dann auch die dritte Aufgabe, die wir hier haben. Würde ich sagen, fangen wir damit an, dass wir nochmal ganz kurz ins Menü gehen für die Ressourcen und dort schon mal den Handel mit Werkzeugen einrichten. Schauen wir uns das kurz an. Da sind die Werkzeuge. Selbst produzieren können wir noch keine. Also werden wir hier den Einkauf jetzt aktivieren und wir werden dabei den Einkauf auf 15 Werkzeuge setzen. Wenn wir das auf 0 lassen, wird unendlich eingekauft und das wäre ein bisschen viel. Dann würden wir nur unnötig Münzen ausgeben und wir haben noch keine gute Einnahmequelle, beziehungsweise ja, wir haben noch keinen Handel, also sollten wir da vorsichtig sein, nicht zu viele kaufen. Also das wäre auch ein Tipp quasi an der Stelle. Und links da kommt jemand, schauen wir uns mal an, wer da gerade langläuft. Der nimmt hier ein bisschen anderen Weg. Man sieht auch im Hintergrund im Übrigen den kleinen, ganz dünnen Weg hier. Das ist die Route, die unsere Zuwanderer immer nehmen. Und hier haben wir den Händler von Northbury. Er kauft von uns, schauen wir uns das kurz an, Werkzeuge, Stoffe, Fisch. Dann kauft er Haushaltswaren, Honig und Wachs. Davon produzieren wir noch gar nichts. Und verkaufen kann er uns bloß Beeren, behauene Steine, ebenfalls Bretter, Wein, Kräuter und Golderz. Also da wäre es eigentlich ganz wünschenswert, wenn der Händler aus Northbury uns vielleicht Bretter, Holz oder ähnliches abnehmen würde oder gar Beeren. Also was er uns verkaufen will, haben wir selbst. Da bringt uns dieser Händler eigentlich nicht wirklich viel. Wir sollten wirklich unseren Fortschritt steigern, damit wir Fische verkaufen können. Das wäre dann unsere erste Einnahmequelle.
So, also der wird jetzt hier erstmal vorbeilaufen. Ja, hier ist er. Der geht jetzt zum Speicher hier und will wohl gucken, ob er da Beeren loswerden kann. Aber da geht er mit leeren Händen. Und wir haben kein Geschäft gemacht mit ihm. Nun gut, so ist das. Also, schauen wir mal, wie wir jetzt weitermachen. Wir sollen nämlich ein Gutshaus errichten. Die anderen beiden Aufgaben hier haben wir bereits erfüllt. Also gehen wir ins Baumenü, da ist uns etwas Neues freigeschaltet worden. Da haben wir hier auch einen neuen Tab sozusagen, die Verwaltung. Und hier haben wir das Gutshaus. Da suchen wir uns mal eine schöne Stelle aus. Aber dafür werden wir erst einmal die Grenzen des Territoriums wieder aktivieren. Denn ich möchte das Gutshaus im Wohngebiet errichten, da es einen positiven Einfluss auf die Umgebung hat. Kippen wir mal die Kamera etwas nach oben und suchen uns mal eine schöne Stelle. Ich denke, hier wäre das ganz nett, wenn wir das hier in der Ecke machen. Da haben wir jetzt erstmal quasi den zentralen Punkt des Gutshauses. Und dann müssen wir hier noch als erstes einen Standort für Besucher festlegen. Das ist die Grundvoraussetzung, damit wir das überhaupt bauen können. Da kommen dann quasi ausländische Besucher und können an das Haus treten und dann nehmen wir sie im Empfang, sowas wie Botschafter. Also platzieren wir das hier und da haben wir schon wieder zwei Einwohner, die ankommen. Zwei neue Zuwanderer, das läuft ja. Na, das ist ja großartig. So, und jetzt werden wir ein Nebengebäude hier errichten. In dem Fall erst einmal unsere große Halle, die wir ja bauen sollen. Also suchen wir uns das mal aus. Wir lassen das Menü hier mal offen und werden hier mal die rustikale Halle errichten. Das ist quasi unser Hauptgebäude. Ich finde, das passt hier ganz gut hin. Gucken wir uns das mal, ich glaube, ein bisschen anders an. Drehen wir die Kamera ein bisschen. So sieht das ganz gut aus. Setzen wir das hier hin, direkt an die Grenze des Gebiets, hinter den Wohnhäusern. Und dann haben wir da unsere rustikale Halle. Dann gibt es hier auch so ein ganz kleines, jetzt blinkendes, pulsierendes Dreieck, grünes oder Viereck. Das können wir noch nach oben ziehen. Man sieht, dann wird die Raumgröße erhöht. Und dann können wir eine etwas höhere Halle bauen. Würde ich sagen, gehen wir mal auf 10. Mal gucken, wie weit wir bei 10 raus müssten. Gut, das ist jetzt ein bisschen sehr hoch für unsere kleine Stadt hier. Bleiben wir mal hierbei. Bleiben wir bei einer Raumgröße von 9. Und dafür benötigen wir 14 Bretter, 14 Steine und 5 Werkzeuge. Das sieht gut aus. Und dann werden wir natürlich hier noch eine Tür anbringen. Das muss natürlich auch sein. Und die werden wir natürlich hier am Eingang platzieren, in der Mitte des Gebäudes. Also ein sehr schönes Baukastensystem, was wir hier haben. So, jetzt fehlt uns hier noch irgendwas. Wir können es aus irgendeinem Grund noch nicht bauen. Jetzt mal ganz kurz schauen, was jetzt hier noch fehlt. Vielleicht ist es der Ort hier vorne, der noch nicht stimmt. Im Moment sieht es eigentlich für mich ganz gut aus. Platzieren wir mal hier vorne nochmal den Eingang. Jetzt können wir es machen. Gut, also das wollte er nicht machen, da offensichtlich die Gebäude noch nicht standen. Gut, dann brauchen wir jetzt insgesamt 16 Bretter, 14 Steine und die 6 Werkzeuge. Also die Tür braucht auch nochmal 2 Bretter und ein Werkzeug. Bauen wir das. Lange Rede, kurzer Sinn. So, jetzt wird die große Halle gebaut und wir sollten uns mal, ach, die lassen wir, glaube ich, mal offen. Schauen wir mal, das ist, glaube ich, besser, wenn wir das so machen. Dann haben wir hier gleich das ganze Gutshaus nämlich offen und sehen den Fortschritt. Und wir haben hier noch 2 Zuwanderer. Kümmern wir uns um die und stellen die mal beide ein. So, ich glaube, wir können auch ein bisschen an unserer Produktion jetzt was verbessern. Wir schauen mal ganz kurz beim Sägewerk rein. Ich würde sagen, einer der neuen Einwohner wird zum Arbeiter hier im Sägewerk. Ein weiterer Sägewerker. Unsere Häuser sind ja alle aus Holz. Also da brauchen wir auf jeden Fall viel und Bretter brauchen wir definitiv auch viele. Unser Lagerhaus ist gut gefüllt mittlerweile. Das sieht gut aus. Sieht auch sehr, sehr hübsch aus. Was mir noch nicht so gefällt oder nicht gefällt wieder, sind die Grenzen des Territoriums. Die machen wir jetzt wieder aus. Gucken uns das vielleicht auch mal ein bisschen im Detail an. Muss man nicht immer aus der Vogelperspektive machen. Also hier sieht das sehr, sehr gut gefüllt aus. Jetzt haben wir noch einen Dorfbewohner, der keine Arbeit hat. Und ich denke, ja, den können wir auch noch irgendwo zuweisen. Schauen wir uns mal unseren Steinbruch an. Da haben wir nur einen Bergarbeiter. Ich glaube, das können wir hier ein bisschen beschleunigen. Also werden wir hier einen weiteren freien Dorfbewohner zuweisen, den letzten freien bzw. arbeitslosen Dorfbewohner. Sehr schön. Und dann schauen wir mal, was unsere Baumeister jetzt machen. Orenderel bringt gerade 14 Steine auf einmal zum Gutshaus. Der ist aber kräftig, der Kerl, muss man ja mal sagen. Und dann haben wir hier noch 2 Bretter, die uns fehlen und die 6 Werkzeuge, sobald er das abgeliefert hat. Also das sollte eigentlich relativ schnell gehen. Und wir werden vielleicht einen weiteren Baumeister einstellen, sobald wir weitere Einwohner haben.
So, jetzt sind hier noch Gelegenheiten aufgetaucht auf der linken Seite. Es sind Mandate verfügbar. Schauen wir uns das mal an. Da haben wir das. Euer Wohlgeboren heißt es hier. Hier ist eine Liste mit Mandaten, die euer Vogt oder manchmal auch ihr selbst erledigen könnt. Hier haben wir für 30 Tage verfügbar die Beförderung von Dorfbewohnern in einen höheren Rang. Schauen wir uns die Liste dazu mal an. Jetzt können wir unsere Bewohner befördern. Sie sind ja im Moment alle Leibeigene. Wir gehen mal ganz kurz hier rüber. Da sehen wir das. Wir haben hier 17 Leibeigene. Und wenn wir sie aufwerten, also jetzt im Stand erhöhen, dann werden sie einem höheren Stand zugewiesen und haben höhere Bedürfnisse. Schauen wir uns das mal an. Ja, wir könnten jetzt im Prinzip alle befördern. Dafür müssten wir 200 Goldmünzen ausgeben. Dann haben wir immer noch 150 gut übrig. Ich würde sagen, wir werden das einfach machen. Wir nutzen diese Gelegenheit. So, wir haben alle Dorfbewohner befördert. Dann können wir die Beförderung hier abschließen. Und da kommt schon wieder der Händler. Schade, dass wir an ihm noch nichts verkaufen können. Wir können ja nochmal ins Menü für den Handel schauen. Hier bei den Handelsrouten. Wir können dann hier auch zwei weitere Handelsrouten einrichten. Zum einen mit Middle. Da benötigen wir dann 20 gewöhnliche Kleidungsstücke für. Die müssen wir erstmal herstellen. Und dann haben wir hier Davenport. Da benötigen wir Brot zur Freischaltung der Handelsroute. Das dürfte noch eine Weile dauern. Wir können beides noch nicht im Ansatz produzieren. Wir können hier mal in den Fortschritt schauen. Ja, 20 hatten wir ja vorhin schon geschaut. Fällt mir gerade ein. Da müssen wir also noch ein bisschen an unserem Gebiet hier arbeiten, beziehungsweise unserer Siedlung arbeiten, um das zu erreichen. Aber jetzt ist unsere Bevölkerung angewachsen. Wir haben hier mittlerweile 6 Punkte rausgezogen. Wir haben dadurch, dass wir jetzt Gemeine haben nach den Leibeigenen, ein paar Punkte mehr dafür erhalten. Also hat die Beförderung bzw. die Erhöhung der Stände unserer Einwohner diesem gut getan hier, unserem Fortschritt. Wir haben jetzt auch 18 Punkte. Großartig, sehr schön. Und unser Gutshaus entwickelt sich auch. Wir haben bis auf ein Werkzeug und 2 Bretter alles vor Ort. Orendel bringt gerade die 2 Bretter, die wir hier noch brauchen. Und wir lassen mal die Simulation wieder etwas schneller laufen, damit unser Gutshaus, das da hinten ist, sich entwickeln kann. Und dann sollten wir auch dort gleich sehen, wie es fertig wird. Da dürfte nicht mehr viel zu tun sein. Orendel baut auch ein bisschen und da müssen wir noch ein Werkzeug bekommen. Wir haben im Moment auch 15 Werkzeuge, also eigentlich müsste jetzt jemand das dorthin bringen. Mal sehen, wann sich mal einer dazu bequemt. Könnte ein bisschen dauern. Da ist der Albert, unser ehemaliger Albertico. Der bringt gerade das Werkzeug und wir kriegen einen neuen Zuwanderer. Sehr schön. Das, würde ich sagen, läuft. Warten wir ab, bis er da ist, der Zuwanderer. Und dann nehmen wir ihn auch in unser Dorf auf. Wir haben auf jeden Fall weiteren Bedarf. Und unsere kleine Siedlung wächst. Da ist auch ein weiteres Haus gebaut, wenn ich das richtig sehe. Nein, das ist ein Ausbau. Jetzt ist unsere große Halle gerade fertig geworden. Aber werfen wir noch einen ganz kurzen Blick auf das Wohnhaus. Das ist tatsächlich ein aufgewertetes Wohnhaus, das hier in 2 Teilen oder in 2 Gebäudeteilen aufgebaut wurde oder ausgebaut wurde und nimmt ebenfalls 6 Bewohner auf. Sehr, sehr schön. So, und jetzt haben wir hier einen neuen Ratschlag erhalten. Wir sollen Dorfbewohner besteuern. Dazu heißt es hier, verbessert euer Gutshaus mit Kämmerei, also mit einer Kämmerei und weist einen Steuereintreiber zu. Nun gut, wir haben gerade einen freien Dorfbewohner, beziehungsweise arbeitslosen Dorfbewohner. Und dann lassen wir den mal auch arbeitslos. Der wird dann unser Steuereintreiber. Na, jemand muss sich ja auch darum kümmern. Und so können wir dann auch Einnahmen produzieren. Also schauen wir uns nochmal unser Gutshaus an und gehen hier in die Gebäudebearbeitung. Hier ist jetzt auch ein Ausrufezeichen dran. Schauen wir uns das mal an. Wir können jetzt hier ein weiteres Nebengebäude errichten. Und da ist die Kämmerei. Und da sage ich auch gleich was dazu. Das hat man hier verändert. Ich kannte es noch so, dass man die Gebäude erst gebaut hat, also funktionslose Gebäude gebaut hat und dann erst die Funktion zugewiesen hat. Das haben wir sie wohl mit einem der letzten Updates verändert. So, jetzt können wir uns hier ein weiteres Gebäude aussuchen. Wir haben hier einen kleinen hölzernen Anbau, eine hölzerne Halle oder einen Holzturm. Ich möchte hier für die Kämmerei ja schon ein bisschen was Gepflegtes sozusagen nehmen. Nehmen wir hier die hölzerne Halle und bauen die mal.
Die können wir hier ansetzen. Wir gehen mal ein bisschen dichter ran. Dann sieht man hier so Ansatzpunkte. Und da können wir dann die Gebäude anschließen lassen. Erweitern, weil man das hier so ein bisschen asymmetrisch. Asymmetrisch ist immer gut. Schauen wir mal, ob das symmetrisch besser aussieht. Ich glaube, symmetrisch sieht besser aus. Platzieren wir das hier erstmal. Ah, das ist außerhalb des Gebiets jetzt. Das ist natürlich ungünstig. Versuchen wir es mal zu drehen und dann anzusetzen, ob es dann noch im Gebiet ist. Das geht gerade sehr schön. Und dann, wenn wir das noch ein kleines bisschen höher ziehen, dann sieht das etwas netter aus. Das ist schließlich unser Haupthaus. Und wir sitzen wahrscheinlich da oben und haben einen schönen Überblick über unser Dorf. So viel zur Fantasie in dem Thema. So, dann werden wir mal für 12 Bretter, 8 Steine und 4 Werkzeuge die Erweiterung bauen, also unsere Kämmerei. Und dann müssten unsere Baumeister nichts zu uns zu tun haben, als sich darum zu kümmern. Da brauchen wir also keine Priorität drauf festsetzen. Und hier sieht man auch, da ist dann der Arbeitsplatz schon zu sehen. Das ist die Kämmerei und da können wir dann einen Steuereintreiber zuweisen. Also müssen wir jetzt bloß abwarten, bis unsere Baumeister hier die entsprechenden Rohstoffe, also Rohmaterialien anliefern bzw. mitbringen und dann bauen. Lassen wir auch jetzt wieder die Simulation etwas schneller laufen und gucken uns mal um. Ja, können wir eigentlich im Moment nicht wirklich viel tun, außer zuschauen, bis sich das hier entwickelt hat und gebaut wurde. Also müssen wir jetzt auf Orendel warten und auf unseren Albert. Die beiden haben ja auf jeden Fall im Moment gut zu tun. Und so in etwa laufen dann auch, oder eigentlich genauso laufen dann die Ausbauten auch der Kirche. Wir hatten uns das ja vorhin angeguckt. Oh, da sehe ich gerade was. Unsere Zufriedenheit ist ziemlich runtergegangen. Also, wir haben hier ein Minus bei der Nahrung. Unsere aufgewerteten Leibeigenen, also unsere Gemeinen jetzt, benötigen ein zweites Gut, dass sie essen können. Das wird dann der Fisch werden. Also da brauchen wir noch ein kleines bisschen Fortschritt erst einmal. Ihnen fehlt es an Komfort und immer noch an Gottesdienst. Das wiegt jetzt hier auch schwerer als zuvor. Und wir kriegen schon wieder einen neuen Zuwanderer. Na, das ist ja großartig. Sehr schön. Na, das läuft doch. Dann können wir vielleicht schneller dafür sorgen, dass wir das erreichen. So, dann nehmen wir unseren Zuwanderer mal auf. Und dann gucken wir mal. Ja, also die Kämmerei sollte gleich fertig sein. Wir gehen mal wieder etwas mit der Geschwindigkeit runter und jetzt sollen wir unsere Dorfbewohner besteuern. Das wird sie nicht sonderlich freuen, aber wir werden es trotzdem tun, sagt schließlich unsere Aufgabe. Also werden wir einen freien Dorfbewohner zum Steuereintreiber machen. Sehr schön. Und da kriegen wir einen neuen Hilfetext. Ich pausiere mal die Simulation, lesen wir uns Prunk und Stände mal durch. Ihr habt nun Zugang zu Gebäuden, die euch Prunk für einen bestimmten Stand gewähren. Eine Erhöhung des Prunks gegenüber eines Standes wird euren Einfluss bei ihm im Laufe der Zeit erhöhen. Aber seid gewahr, jeder Stand bevorzugt es, wenn ihr euren Prunk nur ihm widmet. Also müssen wir uns entscheiden, ob wir uns beim Klerus, dem Volk oder bei... Na, was ist jetzt das Dritte? Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Wir hatten es vorhin eigentlich... Ah, hier sieht man es. Sehr schön. Da können wir uns das anschauen. Dann gehen wir nochmal mit der Maus rüber. Und machen den Fortschritt am besten auf. Ah ja, die Arbeiterschaft, das Königreich und der Klerus. Und dann haben wir hier noch Edikte und Privilegien. Also man sieht, dieses Menü jetzt hier beim Fortschritt ist jetzt erweitert worden. Und da können wir dann unseren Prunk erhöhen, beziehungsweise unseren Wohlstand. Sehr schön. Dann können wir auch hier diese Nachricht zumachen erst einmal. Und wir werden einen neuen Ratschlag in 2 Tagen erhalten. So, schauen wir mal ins Baumenü. Da ist uns jetzt was freigeschaltet worden. Da haben wir jetzt nämlich Gottesdienst freigeschaltet bekommen. Sehr wichtiges Gebäude. Also sollten wir anfangen, eine Kirche zu errichten. Also holen wir uns eine Kirche ins Dorf, würde ich sagen. Gucken wir uns mal das an. Wir machen mal wieder die Grenzen des Territoriums zunächst an, damit wir uns eine schöne Stelle aussuchen können. Ich würde auch sagen, das machen wir hier drüben. Das ist, glaube ich, eine gute Stelle dafür. Also gehen wir ins Baumenü und werden unsere Dorfkirche errichten. Und da würde ich sagen, bietet es sich an, wenn wir es hier in der Nähe unseres Gutshauses tun. Also wenn wir mal ungefähr hier die Kirchenmarkierung platzieren und dann mit einem strohgedeckten Kirchenschiff beginnen. Also schauen wir mal, ist auf jeden Fall etwas größer. Mal gucken, wie wir das jetzt hier hinkriegen. Ich glaube, wir sollten mal dieses Fenster beiseite schieben. Ich glaube, unsere Kämmerei, unser Gutshaus können wir erstmal zumachen. Dann haben wir hier mehr Fläche auf dem Bildschirm. Was ist besser?
Und dann werden wir unsere Kirche in die Richtung hier bauen. Gucken wir mal, wo die Grenze des Gebiets liegt. Das ist hier unter den Bäumen natürlich schlecht zu erkennen. Aber so sieht das gut aus. Halbwegs parallel zur Außenkante drehen wir so ein ganz kleines bisschen. Mal gucken, so sieht das gut aus. So gefällt mir das. Platzieren wir hier das Kirchenschiff. Und das können wir auch ein bisschen erhöhen. Und hier spielt das tatsächlich eine Rolle. Wir hätten jetzt hier eine Kapazität von 45. Das ist eigentlich gut, dann kommen wir eine Weile aus. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir jetzt das Kirchenschiff noch etwas vergrößern. Da gehen wir jetzt auf 51, das ist auch nicht verkehrt, aber bringt nicht wirklich viel. Wir schauen mal, was die Ressourcen machen. Ich glaube, das können wir uns leisten. Gehen wir auf die Stufe, wo wir denn 51 haben, auf die niedrigste. So sollte das genügen. Sehr schön. Und wir haben den nächsten Ratschlag jetzt auch gleich mal. Ratschlag, Herausforderung. Endlich allein. In der großen Halle verbringt ihr ein paar Minuten in Stille, um über eure Ziele und die Zukunft eures Dorfes nachzudenken. Die Vorsehung hat es bisher gut mit euch und euren Untertanen gemeint und es scheint, alles sei möglich. Also ich würde sagen, wir alle sollten nach Großem streben. Sehr schön haben wir das. Und da haben wir dann eine Herausforderung. Da heißt es hier dazu, Herausforderungen sind optionale Zielsetzungen, die euch helfen können, Ziele für eure Herrschaft zu setzen. So ein bisschen doppelt gemoppelt hier. Na egal, machen wir den Ratschlag hier mal zu oder diesen Hilfetext. Und wir sollen eine Herausforderung als nächstes auswählen, aber bauen wir erstmal unsere Kirche weiter bzw. zu Ende. Wir haben jetzt hier das Kirchenschiff errichtet. Wir werden natürlich auch einen Glockenturm brauchen. Was gehört schließlich zu einer Kirche dazu? Ich würde sagen, den setzen wir nach vorne. Erhöhen den ein bisschen. So, das sieht gut aus. Der soll ein bisschen rausragen. Der soll auch wie eine Kirche aussehen. Und dann werden wir noch eine Tür platzieren. Und das machen wir hier unten am Glockenturm. So, ich glaube, das genügt für den Moment. Das braucht auch einiges an Ressourcen. Insgesamt 35 Steine, 47 Bretter, 17 Werkzeuge und 18 Holz. Wir haben im Moment nur 15 Werkzeuge. Das dürfte das einzige Problem sein. Aber dann wird es halt nachgekauft. Also beginnen wir mit dem Bau der Dorfkirche. Sehr schön. Und dann denke ich, sollten wir auch langsam zum Schluss der heutigen Folge kommen. Wir haben einiges erreicht. Wir haben auf jeden Fall unser Gutshaus errichtet, das dann in einem Wald entsteht. Ein bisschen schade, dass wir das nicht besser sehen. Aber wir sollten vielleicht da noch ein bisschen Geduld haben, bis unsere Holzfäller sich da entweder zu schaffen machen oder wir in der Lage sind, ein zweites Holzfällerlager zu errichten. Bisschen abseits, damit dort dann abgeholzt wird. Aber auch die Häuser nehmen ja die Bäume weg. Alles kein Problem. Und unsere Dorfkirche, die ist jetzt auch schon im Entstehen. Wir können ja mal ganz kurz nochmal einen Blick werfen. Ja, da ist noch nicht viel passiert. Da müssen wir also noch Geduld haben. Das werden wir dann in der nächsten Folge wohl erreichen. Jetzt werden wir einfach für heute erst einmal die Folge beenden. Und wir haben es auf jeden Fall auch geschafft, in dieser Folge die Handelsroute einzurichten. Also wir haben das Grundlegende geschafft. Und unser kleines Dorf hat sich ganz gut entwickelt. Wir haben einen Fortschritt von 18. Wir haben 19 Einwohner. Einen Arbeitslosen im Moment, da überlege ich mir bis zur nächsten Folge, was der arbeiten soll. Und dann bauen wir hier in der nächsten Folge wieder ganz entspannt und in Ruhe weiter und schauen uns unsere Aufgaben weiter an. Wir haben hier diesen einen Ratschlag hier, Herausforderungen auszuwählen. Dazu kommen wir dann in der nächsten Folge, wie gesagt. Ich hoffe erst einmal, dass euch die heutige Folge Foundation gefallen hat und ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es hier dann weitergeht. Bis dahin, macht's fein, ciao, ciao und bis bald.